Hi, ich bin Anne vom Podcast Hundegruppen mit Klick. Hier erfährst du alles über freundliches Training mit Hundegruppen und die Selbstständigkeit als Dogwalker. Mach dich bereit für spannende Gespräche, inspirierende Geschichten und praktische Beispiele. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich dir gerne mein Webinar Traumjob Dogwalker ans Herz legen. Es findet wieder am 9.9. um 19 Uhr statt und kostet dich 0 Euro. In diesem Webinar möchte ich dir diesen wunderbaren Job vorstellen und deine Fragen beantworten. Die Infos und die Anmeldung zum Webinar findest du in den Shownotes. In diesem Interview spreche ich mit Dani Langer darüber, wie es für sie war, eine Hundetagesstätte zu eröffnen. Da dieses Thema so gut zu dem Webinar am Samstag, den 9.9. passt, denn da findet ja das 0-Euro-Webinar Traumjob Dogwalker statt, bekommst du heute nochmal dieses tolle Interview. Es geht doch etwas länger als die anderen Interviews. Ich fand es super spannend und ich hoffe, es gefällt dir auch und gibt dir Einblick darüber, wie du auch selbst eine Hundetagesstätte öffnen kannst. In den Shownotes findest du alle Infos zu Dani Langer und ihrer Hundetagesstätte in der Nähe von Neckarsulm bzw. Heilbronn. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, wieder mit einem Interview. Ich habe mir Dani Langer eingeladen, denn sie hat eine Hundetagesstätte eröffnet und sie wird erzählen, wie das alles war. Hallo Dani, ich freue mich, dass du da bist und stell dich gerne doch noch etwas genauer vor. Hallo liebe Anne, schön, dass es jetzt klappt, auf dem dritten Versuch, ne? Weil zweimal musste ich ja leider schon canceln, war nicht deine Schuld, sondern meine, aber schön, dass es jetzt klappt. Also ich bin die Dani, ich bin bald 47 Jahre alt. Ich wohne mit meinen Hunden, mit meinen 5 Hunden im wunderschönen Schwabenland im Raum Heilbronn. Und meine Hunde sind alle aus dem Tierschutz, alle 5. Ja, aus Griechenland, Rumänien, Spanien, Italien. Die rennen gerade um mich rum. Ich muss ab und zu immer mal so ein bisschen gucken. Ja. Das ist ja kein Problem, es ist ja ein Podcast. Und ja. Du hast eine Hundetagesstätte eröffnet, darüber wollen wir heute sprechen. Das heißt, deine Hunde begleiten dich auf die Arbeit. Wann hast du deine Hundetagesstätte eröffnet? Ich habe meine Hundetagesstätte im Mai 21 eröffnet. Mhm. Und wo genau findet man dich? Oder das deine Hundetagesstätte? In Ötheim, im Gewerbegebiet tatsächlich. Genau, im Raum Heilbronn. Mhm. Bei Neckarsulm, vielleicht ein bisschen besser ausgedrückt. Ja. Super. Genau. Und speziell rausgesucht im Gewerbegebiet tatsächlich, weil das ja nur da genehmigt wurde. Ja, das ist ja ganz spannend. Wir werden da nochmal tiefer einsteigen. Bevor wir da nochmal tiefer reingehen, wie du das alles verwirklicht hast, wäre so meine erste Frage. Ich weiß ja, du hast vorher Dogwalking gemacht. Warum bist du im Endeffekt vom Dogwalking auf die Hundetagesstätte umgestiegen? Ja, aus unterschiedlichen Gründen. Also ich habe 7 Jahre lang gedogwalkt, bin aufs Dogwalking eigentlich tatsächlich durch dich gekommen. Vielen Dank nochmal dafür. 2014 haben wir uns gerne. Habe ich auch wirklich tatsächlich super, super gern gemacht. Aber es war auch einfach irgendwann der Gedanke, dass ich das nicht für ewig machen kann. Also dass ich für immer Hundebetreuerin bleiben möchte, war für mich eigentlich klar, solange wie ich darf. Aber dass es natürlich nicht bis zur Rente so möglich ist, in einer großen Hundegruppe zu laufen, war eigentlich auch klar. Mit dazu war so ein bisschen die Entscheidung, dass ich manchmal echt ein bisschen angenervt von der Umwelt war. Ja, weil man hat ja dann trotzdem mit einer größeren Hundegruppe immer mal wieder Schwierigkeiten mit dem Jäger, mit dem Rentner, mit dem Bauer. So die ganzen Sachen. Und dann habe ich mich irgendwann tatsächlich auf die Suche nach einem Grundstück gemacht, um einfach stationär zu sein. Da kommt natürlich auch dann dazu, weil die ganze Autofahrerei mir irgendwann wirklich auf die Nerven gegangen ist. Hinter mir schnarcht es, Entschuldigung. Genau, die ganze Autofahrerei und ist mir einfach auf die Nerven gegangen. Dann war das Auto wieder kaputt und dann war da was. Und dann stand man da im Stau.
Und das ist natürlich jetzt mit der Hundetagesstätte auch super praktisch, weil die Hunde werden ja wie im Kindergarten gebracht und wieder abgeholt. Ja, das kann ich verstehen. Du hattest aber dann im Dogwalking gut zu tun. Also dein Dogwalking lief ebenfalls, richtig? Ja, richtig, genau. Ich war anfangs 2014, bin ich da im Internet über dich gestolpert, weil ich jemanden gesucht habe, der das irgendwie alles so nett macht. Zu der Zeit hast du deine Ausbildung ja leider noch nicht angeboten gehabt, aber die Basic-Seminare, Gott sei Dank. Und dann war ich, glaube ich, auch eine Woche, 2 Wochen bei dir in Nürnberg auf dem Campingplatz, genau, und habe dich Kann dann mich gearbeitet. erinnern? Ja, Ja, genau. genau, das war so eine schöne Zeit und dann war ich natürlich daheim und war total angefixt von der ganzen Geschichte und kaum daheim gewesen, habe ich dann damals mit meiner Hundeschule aufgehört, weil ich eine Trainerausbildung gemacht hatte und dann praktisch eine Hundeschule hatte. Mit der Hundeschule aufgehört und dann sofort im Dogwalking gestartet bin. Ja, und dann eigentlich auch relativ schnell mit mehreren Hunden dann unterwegs gewesen bin. Ja, super. Ja, Das und klingt total spannend, ja. später dann tatsächlich, also waren meine Hundegruppen schon, sage ich mal, 12, 13 Hunde stark. Und von 2014 bis 2017 habe ich das immer noch nebenbei gemacht, neben dem Brötchenjob. Ja. Und 2017 habe ich dann praktisch damals gekündigt, mein Brötchenjob, und habe mich dann selbstständig gemacht als Hundebetreuerin. Ja, da Genau. warst du dann Vollzeit selbstständig. Ja, Ja, ja. super. Und dann kam so die Idee, wann war so der erste Gedanke an die Hundetagesstätte? Du hast gesagt, 2021 hast du eröffnet. Ja, genau. Also tatsächlich eigentlich schon, wo ich mich selbstständig gemacht habe, also komplett in Vollzeit, da waren schon die ersten Gedanken, dass ich irgendwann ein Gelände haben möchte, einfach auch durch die Witterung und durch den ganzen Stress drumherum. Und habe dann da eigentlich schon angefangen, oder eigentlich eher schon vorher, 2016, schon angefangen zu suchen. Es ist aber einfach super schwierig, irgendwas zu finden, also überhaupt ein Grundstück zu finden, das ist ja relativ rar. Und dann halt natürlich auch noch, wo dann das Bauamt, weil das ist ja in der Beziehung für eine Hundetagesstätte eigentlich das Amt, das am schwierigsten ist. Ja, genau. Das ist nämlich nicht das Veterinäramt, richtig? Nein, das Veterinäramt war wirklich Kindergeburtstag dagegen, gegen das Mhm. Bauamt, will ich mal so sagen. Genau, und dann einfach noch was zu finden, wo das Bauamt dann auch Ja dazu sagt, das war natürlich die größte Hürde, sage ich mal. Und insgesamt hatte ich dann mit jetzt dem Gelände 3 Stück angeguckt. 2018 wäre es eigentlich auch fast zu weit gewesen, das wäre Ja. ein altes Schloss gewesen. Da hätte ich praktisch die Hundetagesstätte im Schloss machen können, mit Schlossgarten und Schlosssee dabei. Also ich glaube, das wäre richtig cool gewesen, ja. Wäre richtig, richtig cool Ja. gewesen. War eigentlich mehr oder weniger auch schon alles in trockenen Tüchern. Und am letzten Termin, wo alle Ämter dazugekommen sind, also Veterinäramt, Bauamt und so weiter und so fort, es waren, glaube ich, insgesamt 13 Leute, war noch jemand vom Naturschutzbund oder Amt dabei, der die ganze Sache dann aber in den Keller gefahren hat und hat gesagt, es funktioniert nicht. Ach, schade, so wegen Bodenbrütern und Nein, er wollte da keinen 2 Meter Zaun erstellt schade. haben, genau, am Schloss. Ja. Ja, wegen Okay, und dem, genau. Und dann habe ich wieder weitergesucht schade. und wo das dann damals, sage ich mal, leider nicht geklappt hat, hat der zuständige oder der Sachbearbeiter vom Bauamt mir dann erklärt, wenn ich irgendwo was finden würde im Gewerbegebiet oder Industriegebiet, klappt das auf jeden Fall. Und dann, seine Worte waren damals, dann hau mir das innerhalb von ein paar Monaten durch. Okay, das heißt, du hast dann angefangen, im Gewerbegebiet zu suchen? Genau. Ich habe dann auch Gott sei Dank was gefunden, durch Zufall eigentlich. Habe dann mit dem Verpächter gesprochen, ob er sich das vorstellen kann. Der war am Anfang von der Idee irgendwie nicht so ganz überzeugt, weil er nicht gedacht hat, dass man da tatsächlich ein Unternehmen starten kann oder damit Ja. Geld verdienen kann. Der war dann überzeugt und dann bin ich wieder zum Bauamt gegangen. Dasselbe Sachbearbeiter. Und habe dann gesagt, hier wäre ich wieder. Neues Grundstück, immer noch die Hundetagesstätte. Wie sieht es jetzt aus? Und er hat damals dann auch gesagt, ja, also kein Thema, ne? Gewerbegebiet, super, kriegen wir hin. Das war, die Bauvoranfrage war 2019. Das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, ungefähr 2 Jahre hat das Ganze gedauert, richtig? Genau. Also ich habe am 3. Mai 2021 eröffnet und habe meine komplette Genehmigung Mitte April bekommen. Das heißt,
Mit der April 2021. 21, Ja. genau. Also von 19 bis April 21 habe ich praktisch gekämpft Zwei und gemacht Jahre. und Ja. getan. Veterinäramt war da, hat die Paragraph 11 Prüfung mit mir abgenommen. Geländeabnahme, alles super, alles gut, aber die Genehmigungen vom Bauamt waren immer noch nicht da, alle miteinander. Und dann habe ich quasi innerhalb von 2,5 Wochen alles, was hier steht, also Zaun um die 3000 Quadratmeter, meine Containeranlage mit 8 Containern innerhalb von 2,5 Wochen aufgebaut, dass ich am 3. Mai hier die Tore öffnen konnte. Ja. Wow, also das ist ja eine ganz schöne Hausnummer. Und wenn das jemand jetzt hört, der sich vielleicht auch überlegt, eine Hundetagesstätte zu eröffnen, das heißt Gewerbegebiet, was kommen denn da so an Kosten auf einen zu? Vielleicht magst du darüber ein bisschen erzählen, so was hattest du für Kosten, um überhaupt jetzt da zu sein, wo du jetzt bist? Also sag mal, ich bin da ein bisschen naiv, verblümt, romantisch in die ganze Geschichte reingegangen. Ich habe gedacht, naja gut, so sag ich mal 5.000, 6.000 Euro werden das schon dann mal sein. Total, total blöd eigentlich. Also es war doch Ja. schon um einiges mehr. Die Genehmigung an sich jetzt einzelnes weiß ich tatsächlich nimmer, Ja. was es auch alles waren, aber es waren halt trotzdem da immer mal 147 Euro, dann halt mal 393 Euro und es hat sich dann halt schon einfach so ein bisschen alles summiert, dann wollte man von mir auch noch ein Lärmgutachten im Gewerbegebiet, obwohl links von mir eine Stahlbaufirma ist und rechts von mir eine Kfz-Werkstatt, wollte man das trotzdem. Das konnte ich dann aber dann noch klären, dass ich das nicht machen muss. Allein das Lärmgutachten hätte knapp 10.000 Euro gekostet. Ja, das ist eine Hausnummer, ne? Genau, also es gibt tatsächlich einige Bauämter, die das anfordern. Also da muss man auch dran denken, und es ist wirklich schweineteuer. Der Zaun, weil das war eine blanke Wiese, wo ich praktisch war, der war halt natürlich auch sehr, sehr teuer. Doppelstab-Mattenzaun, 2 Meter hoch, ist auch kein Schnäppchen. Ja, das kann ich bestätigen. Genau. Und weil ich ja Räumlichkeiten für mich und für die Hunde brauche, habe ich eine Containeranlage mir praktisch damals bauen lassen. Die braucht auch ein Fundament. Das heißt, es musste dann jemand mit dem Bagger her und es musste alles ausgehoben werden, das Fundament. Und das geht aber natürlich nur, wenn man Architekt hat. Und das wusste ich zu der Zeit eigentlich auch nur, dass ich, also ich habe mir einfach vorgestellt, eine Hundetagesstätte, ich habe eine Wiese, ich mache einen Zaun, ich mache mal was drauf. Von mir aus auch irgendwie so wie bei Peter Lustig, irgendwie ein paar Bauwegen und schön. Und dann geht's los. Selbst für Bauwegen braucht man tatsächlich auch eine ganz normale Genehmigung, Okay, weil es ja. ja immer heißt, ne, alles, was sich irgendwie verschieben lässt mit Rollen, braucht man keine Genehmigung, das stimmt so nicht. Und im Endeffekt sage ich mal, die ganze Genehmigungsgeschichte hier ist eigentlich so gewesen, wenn ich ein Einfamilienhaus gebaut hätte. Also das heißt, ich habe einen Architekt dafür gebraucht, der die Pläne macht. Das war relativ schwierig, überhaupt jemanden zu finden, weil so für eine Ja. Hundetagesstätte, da haben die wenigsten Architekten einfach Bock, muss man tatsächlich sagen. Dann ist das jetzt auch keine Riesennummer, die wenigsten kennen sich da damit wirklich aus. Dann habe ich tatsächlich jemanden gefunden, der mir so weit alles gemacht hat, dass die Containeranlage auch dann zumindest geplant werden konnte, alles auf dem Bauamt eingereicht ist oder gewesen ist, und dann hat der aber irgendwann mit mir aufgegeben. Also das heißt, er hat mir dann die Rechnung geschickt, die habe ich dann auch bezahlt und dann ist er einfach untergetaucht, ich habe ihn nie mehr erreicht. Ja, ich glaube, ich wollte, die nächste Frage war die Stolpersteine. Da sind wir jetzt schon mittendrin. Das heißt, dein Architekt oder der erste Architekt hat dich einfach hängen lassen. Richtig, richtig, genau. Und dann stand ich quasi da, Zaun bestellt, Containeranlage bestellt, eigentlich auch schon die Firma, weil Strom und Wasser habe ich ja tatsächlich auch die ganzen Anschlüsse selber machen müssen und auch bezahlen. Ja. Genau, das stand dann alles so in den Startlöchern, aber es war halt einfach kein Architekt mehr da, der das dann voll mit mir durchzieht, weil ich hatte ja einfach keinen blassen Schimmer. Ich habe auch nicht gewusst, welche Firma muss zuerst kommen, nicht zuerst Strom oder Wasser oder wie oder. Das war alles einfach ein bisschen schwierig. Ich habe dann wochenlang durchtelefoniert, ob sich irgendein Architekt dazu erbarmt, mir da irgendwie noch durchzuhelfen. Alle haben mir abgesagt. Ich bin ja hier im Audi-Gebiet, also ich sage mal, hätte ich jetzt irgendwie ein Audi-Parkhaus bauen wollen, dann wären mit Sicherheit viele Architekten dabei gewesen. War aber halt nicht so. Und hier tatsächlich aus Ötheim, also hier, wo meine Hundetagesstätte ist, habe ich dann die Architektin irgendwann samstagabends ganz verzweifelt angerufen. Ja. Und sie hat gesagt, sie ist voll und eigentlich nett und hin und her. Und Sonntagmorgens hat sie sich dann aber nochmal gemeldet und hat gesagt, Frau Langer, schicken Sie mir einfach mal Ihre ganzen Unterlagen.
Lange Rede, kurzer Sinn, die hat es dann echt mit mir durchgeprügelt. Ja, super. Und ich bin der Frau so dankbar, weil wenn die nicht gewesen wäre, dann wird das hier alles überhaupt nicht stehen. Also Ja. die hat da mal richtig, den Leuten vom Bau mal richtig den Marsch geblasen. Und solche Leute braucht man auch, sonst wäre da nichts vorwärts gegangen. Ja. Einfach nichts vorwärts gegangen. Das heißt, wenn jetzt jemand überlegt, so eine Hundetagesstätte zu eröffnen, entweder braucht man selbst Ahnung von der Materie, man hat jemanden in der Familie, das wäre so das Beste, oder man hat wirklich einen, ich sag mal, zuverlässigen und vertrauensvollen Architekten an seiner Seite. Definitiv. Und vielleicht im besten Fall ist der Onkel noch auf dem Bauamt. Weil sonst wird es echt schwierig, das, was du jetzt schon alles erzählt hast. Ja, genau. Ja. Und dementsprechend, weil wir bei der Kosten waren, ist das natürlich auch also viel, viel teurer geworden, wie ich jemals Ja. gedacht hatte. Ich habe dazu Gott sei Dank einen kleinen Kredit bekommen von der L-Bank. Die unterstützen ja immer Existenzgründer. War wirklich gut, Gott sei Dank, weil mein Businessplan sehr überzeugend war. Genau, und ich habe ja in der Corona-Zeit sogar noch eröffnet und ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert, aber die haben mir da tatsächlich Geld dazu gegeben, dass ich überhaupt einen Zaun kaufen kann und stellen Ja, lassen sehr kann. Die gut. Handwerker mussten ja auch bezahlt werden. Ja. Und auch gerade mit Fundament und Wasser, also die ganzen Anschlüsse und sowas. Genau, und die Containeranlage dann noch. Zwischenzeitlich war es dann noch so, ich hatte eine Containeranlage mit 10 Containern geschenkt bekommen. Da hätte ich auch drin wohnen wollen, also in der Hundetagesstätte. Das war auch Ja. alles so geplant. Hat sich dann aber herausgestellt, dass die Containeranlage einen kompletten Wasserschaden hatte. Ui. Genau, die musste ich dann entkernen und wegschmeißen für auch nochmal 13.000 Euro. Das heißt, du hast eigentlich, dir hat jemand was geschenkt und das war eigentlich nicht mehr gut und das hat dann nochmal Kosten verursacht, richtig? Genau, ich habe mir die Containeranlage kommen lassen per Sondertransport für 8.000 Euro und musste sie dann ein paar Wochen später 13.000 Euro wegschmeißen. Okay. Genau. Aber da sind wir halt auch wieder beim Thema. Naja, wenn man sich halt nicht auskennt und da halt dann vertrauen muss, genau, dann passieren dann halt einfach solche Sachen. Und ich Und weiß, wenn man jetzt sowas machen möchte, ist immer schon ganz gut, wenn man jemanden an der Seite hat, der einfach so ein er sich bisschen Ahnung hat. auskennt. Ja, aber wie gesagt, ich war da einfach sehr, sehr naiv, sehr verblümt. Ich meine, wenn ich überlege, ich könnte das genauso gewesen sein. Also ich glaube, viele sind so, wenn man. Wir sind halt sehr viel im Thema Hund drin und Hundebetreuung, aber das ist ja was ganz anderes, was du im Endeffekt da auf die Beine gestellt hast. Ja, total. Und sag ich mal rein beruflich, was ich mal ursprünglich gelernt habe. Ich bin Maler und Lackierergesellin, ich habe auf dem Bau geschafft. Also auch da habe ich eigentlich nicht wirklich was damit zu tun gehabt. Ja, Und ja. genau. Also man sollte sich in meinem Vorfeld einfach informieren. Aber es ist bei mir eigentlich so ein roter Faden im Leben. Ich mache dann halt mal und merke dann, scheiße, war irgendwie nichts. Und dann geht es halt nochmal von vorn los. Aber okay, ich habe mich durchgebissen, aber ja, man muss einfach schon gut aufpassen, dass man Leute an der Seite hat, die einfach so ein bisschen mitwirken können. Super. Und jetzt Definitiv. hast du, wie viel Quadratmeter hat dein Gelände? 3.000 knapp. Und du hast Drei ja, Abteilen. ja, und du hast jetzt eine Containeranlage. Wie groß ist das? Wie viel Platz hast du da? Die ist 108 Quadratmeter groß. Das ist ja cool. Also das ist ja wirklich groß, ne? Ja, genau. Mit 2 offenen Terrassen noch dabei, ein großes Hundewohnzimmer. Das sind quasi 4 offene Container, weil ich habe in meiner Hundetagesstätte auch ein offenes Konzept. Das heißt, keine Zwingeranlage oder sonst irgendwie was, da wird keiner separiert. Die Hunde sind der ganze Tag zusammen. Dementsprechend muss natürlich dann auch, wenn ein neuer Hund kommt, sehr gut ausgefiltert werden. Weil das ist schön für die Hunde, die es gut finden, aber es kann natürlich auch sehr, sehr anstrengend sein. Und nicht jeder Hund ist, sage ich mal, für mein offenes Konzept in der Hundetagesstätte gemacht. Das muss man tatsächlich sagen, weil manche Hunde, so wie früher im Dog Walking, wenn es dann halt 5 oder 6 noch irgendwie sind für eine Stunde, ne, Gassi, ist das toll. Aber ich darf vom Veterinäramt aus, sind mir erlaubt, 20 Hunde zu betreuen pro Tag. Praktisch dann 17, 18 Hunde um sich rum zu haben und das dann der ganze Tag ist für manche Hunde dann doch einfach zu stressig. Genau, und da gucke ich dann halt, ich habe ja auch Schnuppertage, Schnuppertermine, Schnupperstunde. Genau, da gucke ich dann schon sehr genau hin, ob der Hund überfordert ist oder nicht. Ja, 20 Hunde ist halt eine Hausnummer. Wonach suchst du dir die Hunde aus? Was hast du für Kriterien für dich? Also mittlerweile ist tatsächlich auch so, dass ich sagen muss, ich habe jetzt im Moment 11 oder 12 intakte Rüden. Das ist auch alles gut. Einer meiner 5 Hunde ist auch intakt.
Jetzt momentan ist tatsächlich Aufnahmestopp für unkastrierte Rüden, weil das einfach doch schon relativ viel Konfliktpotenzial hat. Also es ist meistens eigentlich nicht ausgehend von den neuen unkastrierten Rüden, die dazukommen, sondern eher, dass, sage ich mal, die alten Hasen hier dann einfach auch so ein bisschen beanspruchen. Und das bedeutet halt extrem viel Stress für die Hundegruppe, also vor allem für die Rüden. Ne? Wo hat der hingepinkelt? Läuft der dem Mädchen hinterher oder nicht? Deswegen ist da zumindest jetzt gerade mal Aufnahmestopp. Genau, für intakte Rüden. Und hast du sonst noch Kriterien oder guckst du dir jeden Hund an? Wie machst du das genau? Ja, genau. Also ich hab, wie gesagt, die Schnupperstunden. Es fängt im Prinzip da damit an, wenn ein neuer Kunde kommt, er ist mit seinem Hund dann erstmal eine halbe Stunde hier und der Hund kann sich das Gelände dann angucken mit dem Besitzer zusammen. Und dann wird dem Hund einfach ein, zwei, drei oder je nachdem ein paar Kumpels vorgestellt und wir gucken einfach dann mal, wie das so läuft, wie der Hund es einfach findet. Genau, und so bauen wir dann eigentlich ähnlich wie im Kindergarten einfach von der Stunden her auf. Dann eine Stunde, dann kommen erst 2,5 Stunden, je nach Hund, dann mal der halbe Tag und dann halt irgendwann der ganze Tag. Ah ja, cool. Und Genau. wenn du eben so die Hunde integrierst, hast du dann bestimmte, sag mal, Zeitslots, wo du das machst? Wenn du sagst, du hast 20 Hunde da, machst du das dann noch nach der Tagesbetreuung, wenn du die neuen Hunde integrierst, oder machst du das so einfach im Tagesverlauf? Das mache ich tatsächlich im Tagesverlauf. Meistens nachmittags, wenn die Hunde dann eh schon ein bisschen müde sind. Das bedeutet im Prinzip aber auch der neue Hund, der dann aufs Gelände kommt mit seinem Besitzer, ist erstmal alleine draußen auf dem Gelände und darf sich da durchschnuppern. Und die Gruppe ist dann praktisch im Hundewohnzimmer. Die dürfen da dann erstmal Siesta machen, haben Entspannungsmusik an und können da einfach mal pofen. Weil normalerweise, sage ich mal, ab 14, 15 Uhr sind die dann auch einfach ziemlich müde, ne? Und genau, und dann hole ich dann halt einzeln dann die Hunde einfach raus. Cool. Das klingt ja erstmal alles super cool. 20 Hunde den ganzen Tag. Wie sieht dein Tagesablauf aus? Mit Ich, Mutter. genau, ich, also ich starte um 7 Uhr, das heißt, da mache ich die Tore auf. Das bedeutet aber um 6:30 bin ich dann hier. Da können meine eigenen Hunde einfach auch mal noch ein bisschen rennen gehen, weil also vor 6:30 gehe ich noch kein Gassi. Ja, Definitiv kann nicht ich mit meinen verstehen. Na Hunden. gut, ich gehe vor 6:30 Gassi, aber das ist ja egal. Ja, nee, also ich nicht, nein, also absolut nicht. Die können dann hier praktisch dann erstmal rennen, ne, und ein bisschen zurückkommen. Genau, und ab 7 werden dann die ersten Hunde gebracht. Das heißt, von 7 bis 9 habe ich Bringzeit. Und um 9 ist dann quasi Schicht im Schacht. Das wissen meine Kunden auch ganz genau, dass ich da sehr, sehr viel Wert drauf lege, auf die Hol- und Bringzeiten, dass das eingehalten wird, weil mir sonst die Gruppe einfach zu nervös wird. Ja, definitiv. Genau. Ja, genau. Und wenn dann ab 9 im Prinzip alle da sind, dann haben die noch so eine Spielstunde, Schnupperrunde, je nachdem. Ne? Die können dann einfach so machen, was sie wollen, sage ich mal. Und nach einer Stunde oder 1,5 Stunde ungefähr, dann gehen wir rein zur Pause machen, weil ich das extrem wichtig finde. Also ich kenne es bei dem ein oder anderen Kollegen, wo die Hunde dann einfach durchrennen dürfen. Finde ich persönlich jetzt einfach nicht so gut. Oder meine Erfahrung ist, wie wir alle die Erfahrung schon gemacht haben, nach müde kommt doof. Das ist tatsächlich so. Die Hunde halten das dann einfach nicht so ganz gut durch. Genau, und das bedeutet, dass wir dann alle geschlossen ins Hundewohnzimmer gehen. Ich sage immer, wir gehen Siesta machen. Die alten Hasen wissen dann auch schon, was los ist. Ne? Ich sage, wir gehen rein zur Siesta machen. Das ist wie früher, glaube ich, der Pausengong in der Schule einfach. Ne? Jeder trottet dann so rein und sucht sich dann seinen Platz auf der Couch oder versteckt sich dann halt irgendwo, da wo es halt für ihn einfach unkomfortabel ist. Und dann kommt es auch immer so ein bisschen auf die Hundegruppe und auch aufs Wetter drauf an, ob sie dann zum Beispiel eine Stunde nur schlafen oder 1,5 Stunden. Das mache ich wirklich von der Hunde abhängig, wenn sie dann wach werden. Und natürlich auch von der Witterung, ne? Wenn es dann halt viel regnet oder kalt ist, wie auch immer, dann wechseln wir natürlich auch. Da kann es sein, wir sind zum Beispiel nur eine halbe Stunde auf dem Gelände und gehen dann aber auch wieder eine halbe Stunde rein. Ja, Und genau. du schläfst ja nicht in deiner Hundetagesstätte, ne? Du hast noch Haus mit Garten. Ja, genau. Das Genau. heißt, du pendelst jeden Tag, ist das richtig? Ja, genau. Genau. Das ist aber Gott sei Dank nicht weit, das sind gerade nur 8 Kilometer. Oh ja, okay, das geht. Aber das heißt, du fährst jeden Tag, weiß ich, 6:15 Uhr bei dir los, bist dann 6:30 Uhr in der Hundetagesstätte, machst halt ein bisschen fertig, um 7 Uhr kommen die ersten Hunde. Wann werden die wieder abgeholt? Was hast du da für Abholzeiten? Die Abholzeiten sind von 16 bis 17:30 Uhr. Genau, 17:30 Uhr habe ich dann Feierabend, freitags um 16:30 Uhr. Habe jetzt tatsächlich aktuell erst geändert, oder das heißt aktuell im März habe ich das umgestellt. Da war bis 18 Uhr auf. Und es war halt einfach schon sehr lang. Für mich, für meine eigene Hunde natürlich.
Und auch für die Gasthunde definitiv. Und 17:30 Uhr ist einfach dann jetzt doch schon ein bisschen besser, weil man hat gemerkt, so, ja, ab 17 Uhr werden die ersten dann halt schon einfach sehr nervös, ne? Und wenn dann der erste klingelt und der erste Hund abgeholt wird, dann werden die anderen natürlich auch so ein bisschen nervös und kriegen dann Heimweh, ne? Ich bin immer froh, wenn sie morgens gern kommen, aber sie gehen natürlich auch wieder gern nach Hause. Genau, und dann ist 17:30 Uhr einfach schon wirklich besser und ich sag mal, für mich natürlich dann auch ausreichend von der Arbeitsstunde. Aber es ist ja ganz oft so, dass ich jetzt gerade im Sommer auch samstags natürlich auf dem Gelände bin. Es muss geputzt werden, es muss Rasen gemäht werden, irgendwelche Sachen gebaut, weil ich bin ja trotzdem nach 2 Jahren nach wie vor immer noch im Aufbau. Nächstes Jahr soll ein Swimmingpool noch gebaut werden. Cool. So eine Kletter- und Versteckboot. Ne? Es ist halt immer irgendwas zu machen, weil ich habe ja natürlich auch Hunde, die 5 Tage die Woche bei mir sind. Denen soll es einfach auch nicht zu langweilig sein. Ne? Also die brauchen ja schon einfach auch so ein bisschen was geboten, weil wenn die jeden Tag hier einfach nur rumliegen und ja, den Sandkasten habe ich schon gesehen, ja, da habe ich schon ein Loch gebuddelt im Erdhügel, ist ja auch irgendwie langweilig. Also von daher sage ich, man muss da schon einfach noch ein bisschen was gehen. Ja, und das bedeutet, neben der Hundebetreuung von 7 bis 17:30 Uhr, wenn dann alle pünktlich sind, das kenne ich nämlich von mir, ne, das so mit der Pünktlichkeit ist das ja immer nicht immer hundertprozentig so. Ja, mehr arbeiten und optimieren noch. Aber grundsätzlich muss ich sagen, also das muss ich gleich mal so reinwerfen, ich habe wirklich, sagt wahrscheinlich jeder, ich habe die tollsten Kunden auf der Welt. Also sie achten da Geben schon sich Mühe, auf, ja. ja, Super. genau. Dass das Ich einfach. glaube, das macht aber jeder, wenn es geht ja da um auch was Gegenseitiges, ne? Ja. Und das heißt, neben diesen Arbeitszeiten, du putzt noch, richtig? Wie oft täglich? Nee, täglich. Aber das heißt, es kommt drauf an. Na, jetzt kommen wir mal langsam wieder so in die Ja. Zeit. Da Ja. komme ich täglich nicht drum rum. Sag ich mal, jetzt die letzten Wochen, weil ich nochmal einen neuen Sandkasten jetzt im Urlaub gebaut habe Ja. in der Sommerpause, kehre ich schon auch täglich raus, weil die Hunde Ja. panieren sich halt draußen. Ne, die gehen zuerst in den Hundepool und dann Sandkasten und Ja. suchen sich dann hier drin. Also da komme ich dann drum rum, dass ich dann putzen muss. Aber grundsätzlich ist so, freitags ist bei mir in der Hundebetreuung, war früher beim Dogwalking auch nicht ganz so viel los. Und da habe ich dann meistens die Möglichkeiten, dass ich da einfach mal noch ein bisschen durchputzen kann. Die Freitagshunde wissen eigentlich ganz gut, jetzt kommt sie wieder im Staubsauger, gurgel, und solche Sachen. Oder die Nasenkunst an der Fenster dann einfach mal so ein bisschen, weil die drücken so immer die Nasen hin, wenn von innen, wenn außen neue Hunde kommen. Also solche Sachen machen wir dann halt einfach, genau. Aber grundsätzlich ist eigentlich schon so, dass das dann meine Samstagsaufgabe ist. Okay, das Und heißt, du arbeitest tatsächlich 6 Tage die Woche, weil du halt eigentlich immer da bist sozusagen und immer genau. irgendwas zu tun hast. Genau. Und wenn ich sonntags dann privat unterwegs bin und keine Hundebetreuerin bin, dann mache ich daheim meinen Garten. Ja, hast du auch noch? Garten, genau, da soll ich meistens dann samstags eher Rasen mähen, um sonntags meine Ja. Nachbarn nicht zu stören. Genau, weil Das ist das auch noch machen die mein Nachbarn nicht Haushalt. so, ne? Genau, das wird ja auch immer noch geputzt. Ja, genau. Also hast Also, du gut zu tun. genau, weil du hattest mich mal irgendwann ob ich sonst noch Hobbys habe, gefragt. Nee. Ich habe keine mehr, weil ich habe keine Zeit und kein Geld für andere Hobbys leider. Nicht einmal Blockflöte spielen. Nix. Gut, also wer braucht denn Blockflöte spielen? Ich glaube, da hat man es halt einfacher, wenn du spazieren gehst. Gehst du mit deinen eigenen Hunden noch spazieren? Tatsächlich nur am Wochenende. Nur am Wochenende, weil du es auch zeitlich nicht gut hinkriegst. Doch, würde ich tatsächlich hinkriegen. Gut, im Ja. Winter muss ich sagen, da wäre ich dann vielleicht auch einfach ein bisschen faul, wenn dann so um Ja, 14 ja. irgendwie Nacht ist, ne, oder so. Ja. Aber ich habe das ganz am Anfang von der Huta tatsächlich immer gemacht. Also wir waren zu Hause und ich habe die dann gefüttert. Dann haben wir dann einfach noch ein bisschen gewartet. Ich habe noch einen Kaffee getrunken und dann sind wir nochmal raus auf die Wiese zum Spazierengehen. Es war irgendwann so, dass mein einer Rüde hat seinen Ball genommen, hat sich auf die Wiese gelegt, hat sich nicht mehr bewegt. Der große Rüde ist irgendwann gar nicht mehr seine Box rausgekommen. Und die Ja, anderen hat die sind wollten irgendwie gar nicht so, mehr. nein, die haben einfach keinen Bock mehr gehabt, weil die gesagt haben, ey, Alte, wir waren jetzt 11 Stunden in der Hundetagesstätte. Nee. Und dann habe ich irgendwann auch gedacht, naja, okay, also bloß wegen mir muss ich abends dann auch nicht mehr auf die Wiese gefahren sein. Nee, die sind dann einfach auch bedient, muss man ganz klar sagen. Und am Wochenende, genau, da gehen wir dann einfach ganz normal gassi. Jetzt hast du ja im Endeffekt 5 Tierschutzhunde, das heißt 5 Überraschungstüten. Und ich weiß auch, du hast dir die Anzahl, weiß ich nicht, 2 oder 3 geholt. Da hattest du deine Hundetagesstätte schon. Wie haben sich die eingefügt? Also deine eigenen Hunde, wie machen die das, so den ganzen Alltag mit den Hunden etc. pp. Ja, also ich sage mal, die 5 Hunde, wo ich jetzt habe, das sind noch 2 von meinen
für meine Stammmannschaft, will ich mal sagen. Alles andere hat sich gewechselt, weil ich im Januar einen Hund verloren habe, letztes Jahr im Juni auch. Und von daher ist es jetzt immer die Stammmannschaft. Stammmannschaft bedeutet, ich habe noch meine Oma Fjoscha, die ist jetzt 19,5. So cool. Genau, die ist dann mit in die Hundetagesstätte. Da muss man aber sagen, sie war da eigentlich schon fast blind und fast taub und auch dement. Also sie kennt die Hundetagesstätte schon, aber ich glaube, es war auch damals schon wurscht, eigentlich. Muss man tatsächlich sagen, weil sie hört sich so schlimm an, aber sie hatte da auch schon gar nicht mehr so viel mitgekriegt. Aber es ist ganz oft so, dass sie, also sie pennt die meiste Zeit, altersbedingt einfach. Sie steht dann auf und steht dann halt einfach mitten in der Hundegruppe, irgendwie 18 Hunde um sie rum. Und sie findet es eigentlich ganz okay. Und erstaunlich ist tatsächlich, dass alle Gasthunde von Anfang an wissen, da muss man aufpassen, die kann man nicht irgendwie umrennen. Die riecht irgendwie anders, wahrscheinlich auch durch ihre Medikamente und alles. Also Oma macht das super und die Gasthunde tatsächlich auch. Mein Elliot, mein Rüde, der jetzt 7 ist, der ist ja quasi mit eingestiegen. Für den war es am Anfang ein bisschen schwierig, muss man Ja, sagen. ja. Aber es ist ja auch so gewesen, ich habe ja hier nicht gestartet mit 17 Hunden. Ne, die Du sind hast langsam nacheinander. aufgebaut. Genau, und es sind ja auch noch einige Hunde vom Dog Walking quasi, habe ich die mit übernommen in die Tagesstätte. Die kannte ja dann eh schon, weil meine eigenen Hunde beim Dog Walking auch dabei waren. Genau, und da hat sich dann tatsächlich irgendwie auch irgendwann so ergeben, dass der Elliot automatisch von sich aus hier so ein bisschen mein Assistent geworden ist. Also hat sich die Aufgabe selber rausgesucht. Ich habe das dann nur so ein bisschen geformt, will ich mal sagen. Es ist relativ oft so, wenn zum Beispiel junge Hunde einfach ein bisschen wild spielen, in dem Moment, wo ich dann eigentlich aufstehen will, weil die Hauptaufgabe, sage ich mal, hier ist ja eigentlich 11 Stunden Hunde beobachten und Kacke wegmachen. Das ist ja so die Hauptaufgabe, sage ich mal, ne, wenn man eine Ja. Hundetagesstätte hat. Genau, und wenn ich die dann so beobachte, die jungen Wilden, und habe gerade so den Impuls aufzustehen und mal hinzugehen, zu sagen, mal durchatmen, geht der Elliot eigentlich schon und splittet sie. Sehr cool. Genau, ja, genau. Also er ist ja einfach so ein bisschen mein Assistent. Das ist wirklich echt super hilfreich. Grundsätzlich halte ich nichts davon, ne? Logischerweise, Hunde machen das unter sich aus oder die klären das unter sich. Und ich will ihn da tatsächlich auch nicht überstrapazieren, aber er sucht sich seine Aufgaben selber raus und regelt es ganz oft. Und wirklich auch ganz, ganz nett. Und die anderen Hunde wissen dann schon, okay, na, jetzt ist dann aber auch einfach mal gut. Genau, dann kam im Juni, also ein paar Monate nach der Eröffnung, kam meine rumänische Tilda mit 4 Monaten, kam die aus dem Tierschutz zu mir. Die ist quasi hier aufgewachsen Ja. in der Tagesstätte, also sie kennt es eigentlich auch gar nicht anders. Sie hat sich bei meinem Rüde einiges angeguckt, ob sie da so ein bisschen mitarbeiten soll. Hat es dann so, ja, nach ihrer ersten Läufigkeit irgendwie dann auch so angefangen, so ein bisschen mitzusplitten oder irgendwie. Sie hat aber gemeint, also das ist jetzt für sie echt nicht der Grund gewesen, nach Deutschland zu kommen, dass sie arbeiten soll. Die hat eigentlich mehr oder weniger den ganzen Tag auf dem Erdhügel und glotzt. Ja, das Hat heißt, das auch. überlässt sie dir und LJ und lässt sich da eher so ein bisschen die Richtig. Sonne auf dem Pelz scheinen. Und sieht einfach gut aus dabei und total süß. Genau, sie meldet da zwischendrin, wenn hinten am Gartenzaun irgendwie ein Gassigänger vorbeiläuft oder so. Und das war's. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Und genau, und dann ein paar Monate später, letztes Jahr im November kam dann auch noch mal eine rumänische Tierschutzhündin dazu, auch mit 4 Monaten, ungeplanterweise in mein Leben gepurzelt. Weil eigentlich wollte ich gar keine 5 Hunde mehr, aber ne, wie es halt manchmal so ist. Und genau, Emma ist ja auch aufgewachsen und kennt es tatsächlich auch nicht anders. Also, dass wir den ganzen Tag halt hier sind mit anderen Hunden, abends dann daheim zusammengekuschelt und am Wochenende Gassi. Und bei ihr ist jetzt so, sie ist jetzt ein Jahr. Sie beobachtet, und das ist für mich auch immer so spannend, für meine eigenen Hunde eigentlich, so zum Beobachten. Sie beobachtet der Elliot relativ viel, macht sich Notizen, was der da so tut. Und dann macht sie es dann irgendwann selber auch. Ne? Also es ist jetzt mittlerweile auch so, dass sie auch sehr viel splittet. Sie ist ein kleiner Pinscher-Terrier-Mix mit irgendwie 8 Kilo oder irgendwie was. Sie splittet gern meine Cane Corso-Hündinnen. Ja. Und so, das hat sie sich irgendwie rausgesucht. Also sie ist schon irgendwie der Mitarbeiter, um die 60 Kilo Hunde irgendwie zu splitten und zu regulieren. Also es ist schon echt spaßig. Und auch da ist so, sie hat sich die Aufgabe selber rausgesucht und macht es wirklich mittlerweile ganz toll. Ja, das ist schön. Genau. Und dann kam im April auch noch überraschenderweise mein Herdenschutzhund-Mix von Italien dazu. Der ist jetzt
fünf, also der war 5 Jahre praktisch im Tierheim in Italien. Und er ist halt gewöhnt, relativ viel Siesta zu machen. Und das macht er nach wie vor. Ah ja, Also er super. verschläft eigentlich so meistens seinen Arbeitstag. Genau, es kann schon mal sein, er steht halt auf, ne, Herdenschutzhund holt sich und steht mal auf dem Hügel und schreit mal in die Welt und dann legt er sich wieder hin. Also ich denke so, jetzt mein Hauptmitarbeiter wird er wahrscheinlich auch nicht werden. Also. Sieht nicht danach aus. Und eigentlich sind wir Menschen ja dafür verantwortlich und nicht die Hunde, ne? Genau. Aber alles gut soweit. Ja, cool. Das klingt ganz toll. Du hattest ja gesagt, das Veterinäramt war eher easy. Hast du denn irgendwelche Auflagen, außer dass du maximal 20 Hunde betreuen darfst? Hast du sonst Also im irgendwelche Prinzip war ja Auflagen bekommen? die Geländebegehung, ne, das wurde ja alles angeguckt, auch mit, ob irgendwelche Gefahren sind und so weiter, ob der Zaun sicher ist, die Räumlichkeiten, war jetzt fürs Veterinäramt tatsächlich nicht wirklich spannend. Das hat ihn nicht interessiert, das war ein nettes Gadget, dass ich das habe, aber das war jetzt keine Voraussetzung. Genauso wenig Wasser und Strom war tatsächlich fürs Veterinäramt auch keine Voraussetzung, weil die berufen sich ja da praktisch auf die Verordnung, ne, Fürs Tierheim, genau, ne? genau, und da geht es ja dann eher um Hundehütten, um genug Sonnenlicht und so weiter und so fort. Also das Einzige, was die eigentlich tatsächlich verlangt hatten, waren 10 Hundehütten, dass ich die haben muss. Die mich irgendwie auch total viel Geld gekostet haben für nichts und wieder nichts. Also ich habe da auch noch versucht, mit denen zu verhandeln, weil ich gesagt habe, ich habe eine Containeranlage mit Plüschdecken und Sofas. Für was brauche ich jetzt 10 Hundehütten? Weil, sind wir mal ganz ehrlich, die werden nur voll gepisst. Also, Ja, das heißt, du hast jetzt da 10 Hundehütten stehen, die nicht verwendet werden, außer zum Pinkeln. ja, genau. Okay. Ab und zu springt mal einer drauf oder ich setze mich mal drauf, aber ansonsten, Was? Okay, aber genau. rein geht Aber da keiner ja, oder also normalerweise müssten die Hundehütten hätten eigentlich noch isoliert gehört, ne? Also so steht es halt eigentlich in der Verordnung drin. Da sind wir aber tatsächlich dann, haben wir dann verhandelt, dass das nicht sein muss, weil es auch nochmal extra viel Geld gekostet hätte, weil sie dann schon eingesehen haben, okay, also wenn man eine Containeranlage hat mit Heizung und Klimaanlage, dann müssen die nicht isoliert sein. Aber klar, die machen halt auch ihren Job und die müssen es halt einfach abhaken auf der Liste. Und es steht halt nur mal in der Verordnung drin. Und genau, Stimmt, da deswegen. können Sie nichts dafür. Das ist einfach die Gesetzeslage. Und die Richtig. Gesetzeslage ist einfach für Tierheime. Und es dauert immer ein bisschen, bis es dann weiter, ich sag mal, für die neuen Berufszweige, was es ja vor, also eine Hundetagesstätte gab es vor 20 Jahren in dem Sinne noch nicht. Darum ist das Gesetz im Endeffekt veraltet, wenn man das so sieht. Und sie haben halt nur diese Handhabe über das Gesetz des Tierheims. Ja, und ich sag Sie haben mal, also diese Anlage. der Prüfer damals, das war ja praktisch meine Sachkundeprüfung und die Geländeabnahme war alles an einem Tag. Er hatte darüber natürlich auch ein bisschen schmunzeln müssen, weil er gesagt hat, ich weiß schon, dass das jetzt eigentlich Quatsch ist, aber na, er kann halt auch nichts machen, er muss es abhaken und dann war das auch in Ordnung. Und das tatsächlich war eigentlich das Einzige, wo ich so mit dem Veterinäramt so ein bisschen rumdiskutiert habe wegen den Hundehütten. Alles andere war wirklich, das ging total smooth mit denen durch. Also Und das war auch hast du die einen Prüfung und die Prüfung Quarantäneraum? selber. Ja, habe ich einen. Also wir hatten einen Einzelcontainer sozusagen, wo ich separieren könnte, wenn ich müsste. Das war schon auch Voraussetzung. Ja, genau. Und normalerweise wäre es eigentlich so gewesen, also bei uns hier vom Veterinäramt im Heilbronner Raum ist so, ist ja auch von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich und Stadt und Total Bundesland. unterschiedlich. Genau, da macht ja jeder sein eigenes Süppchen. Ist eigentlich so, dass pro Hundebetreuerkopf sozusagen 10 Hunde betreut werden dürfen. Glücklicherweise anhand meiner Ausbildung, also die Hundetrainerausbildung, die Erfahrung vorher, die Fortbildungen und das Gelände natürlich mit dazu, ist mir dann gewährt worden, dass ich 20 Hunde betreuen Ja, darf. super, weil da wird es halt einfach wirtschaftlich überhaupt rentabel. Das hat nicht funktioniert. Ja, Das hat nicht bei funktioniert, weil ich 10. natürlich jetzt ganz, also mal abgesehen davon, dass ich natürlich dafür für die ganze Geschichte 2 Darlehen aufnehmen musste, ne, und die ja auch noch eine ganze Weile zurückzuzahlen habe, wäre das wirtschaftlich einfach überhaupt nicht gegangen, weil eine Hundetagesstätte natürlich viel, viel teurer ist, wie jetzt im Vergleich halt zum Dog Walking. Klar, ne, da hast du deine Kekse, deine Leine und natürlich Das mit dem Auto, da würde ich Respekt. sagen, ist das Auto das Auto. teuerste, aber Definitiv. natürlich Und kein der Zug Vergleich. halt im Moment. Also oder der Diesel, aber wir können ja mal sagen, du hattest gesagt, du hattest im Endeffekt so Kosten im, man nennt das, glaube ich, sechsstelligen Bereich, ne? So geht das und das hast du natürlich als Also Dog so ganz leicht an meinem 5.000, 6.000 Euro Gedanke vorbei bist du gesprochen. vorbei.
Bist Ganz du leicht. ordentlich vorbeigeschrammt? Ja, Ja, sehr genau, weit. aber noch, aber einfach auch aus dem Grund mit dazu, klar, der Aufbau und die Genehmigungen und Zaun und so weiter, die ganzen Handwerker zu bezahlen, ist jetzt natürlich auch noch dazu gekommen. Ich hatte, weil ich ja, wie ich gesagt habe, meine alte Containeranlage leider wegschmeißen müssen, musste ja dann schnell irgendwie eine andere Räumlichkeit her. Und das heißt, die Container, wo jetzt hier stehen, die sind gemietet worden. Und die Miete für Wohncontainer oder Bürocontainer ist extrem heftig. Extrem heftig. Aber ich hatte ja gar keine andere Möglichkeit. Nur weil ich war ja kurz vor der Eröffnung und dann hätte ich eröffnen können, endlich meine Genehmigung und hätte dann irgendwie ein Drei-Mann-Zelt hier stehen gehabt. Also irgendwas musste ja. Und da die so teuer waren, habe ich jetzt auch die Möglichkeit gehabt, die quasi aus dem Mietvertrag rauszukaufen, was mich im Monat natürlich dann schon auch wieder Entlastet. so ein bisschen entlastet. Super. Genau, ja. Ja. Aber das klingt auf der einen Seite natürlich sehr spannend, auf der anderen Seite hast du super viel zu tun. Was empfindest du so, ich sag mal, als Segen, was als Fluch an deiner Hundetagesstätte? Also ich mache mir da relativ oft Gedanken drüber, wenn es aus irgendwelchen Gründen hier mit der Hundetagesstätte nicht mehr weitergehen sollte, egal wie, ob ich dann wieder so zum Dogwalking zurück wollen würde. Es ist total unterschiedlich. Also so ganz tief in meinem Herz bin ich immer noch Dogwalker. So unwahrscheinlich gern gemacht. Und das ist auch das, was ich jetzt merke, was mir fehlt. Ich bin halt so 0,0 flexibel. Du Ja, bist ich muss. von 7 bis 17:30 Uhr bist du gebunden im Endeffekt. Genau, du kommst einfach nicht weg, egal was ist. Gut, als Dogwalker musst du natürlich auch gucken, dass du deine Hunde abholst oder irgendwie, ne? Aber es ist ja schon halt einfach anders. Also das muss ich sagen. Oder dann früher zwischen den Runden, ich hatte ja als Dogwalker auch immer eine Vormittags- und eine Mittagsrunde, hast dann doch mal geschwind irgendwie beim Bäcker anhalten können. Oder es hat geregnet, dann bist du in den Wald gefahren. Oder es war warm, dann bist du an den See gefahren. Einfach so das spontan entscheiden können, wohin. Das funktioniert jetzt halt natürlich nicht mehr. Und natürlich habe ich die ganze Fahrerei nicht mehr. Ich habe auch nicht den Ärger, dass vielleicht das Auto wegen der Batterie nicht anspringt oder, ne, die ganzen Geschichten. Und die Witterung natürlich auch nicht, weil hier habe ich natürlich die Möglichkeit, weil also das Wetter im Moment ist ja wirklich schon ganz schön Sehr spannend. wechselhaft, Ganze ne? Jahr irgendwie April gefühlt. Da ist natürlich dann schon einfach ganz gut, wenn es jetzt draußen anfängt zu hageln, zu regnen oder irgendwie was, dann mache ich die Ist einfach Containertüren auf. rein, ja. Genau. Oder es ist dann halt jetzt wirklich so wie die letzten paar Wochen, keine Ahnung, gefühlt 47 Grad in der Sonne. Dann können wir natürlich reingehen und die Klimaanlage genießen. Na, das ist halt natürlich schon schön, aber es geht halt einfach nichts mehr spontan. Da ich leider noch keinen Mitarbeiter gefunden habe, ich hatte mal so einen Versuch gemacht letztes Jahr im Sommer, das ist leider, hat leider nicht so geklappt. Guck immer mal noch so ein bisschen, ob ich da vielleicht eine Aushilfe oder irgendwas bekomme. Ist natürlich auch schwierig, solange ich die ganze Geschichte hier allein mache, auch wenn mal was mit den Hunden sein sollte. Klar, ich kann die Tierrettung anrufen. Ich hatte auch schon so einen Fall vor 2 Jahren im Sommer. Aber es ist halt schwierig. Du kommst halt einfach nicht weg. Ja, egal was ist. Und gerade jetzt auch, sage ich mal, mit meinem Rüde, der letztes Jahr gestorben ist, der hatte Krebs. Da hatte ich schon auch immer die Sorge, was passiert, wenn ich jetzt morgens um 10 mit ihm zum Tierarzt muss. Oder jetzt natürlich auch mit meiner Oma, die in einem 20. Lebensjahr. Das sind halt schon die Sorgen, wo ich dann auch so ein bisschen mittragen. Ne? Gott sei Dank ist jetzt hier noch nicht wirklich viel passiert. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Hund doch mal in eine Biene rein tritt oder irgendwie was, ne, solche Sachen, da kann man ja Gott sei Dank immer so ein bisschen selber was machen, aber wenn jetzt wirklich akut was wäre, ist es halt schwierig, weil ich komme nicht weg. Ne? Genau. Aber gut, da muss ich tatsächlich auch sagen, es ist trotzdem wieder ein Segen, dass es die Tierrettung bei uns gibt, wenn Das halt heißt, die kommen irgendwas zu dir. ist. Richtig, richtig, genau. Also das ist auch so, sage ich mal, abgesprochen. Aber ja, also es ist immer, ich bin froh, sage ich mal, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Ob ich es nochmal alles machen würde, wenn jetzt nochmal 2019 wäre, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich bin froh, wie es jetzt ist. Aber mir fehlt es einfach so ein bisschen flexibel zu sein. Also ich sag immer so ein bisschen, es ist eigentlich fast Knast mit Freigang. Das muss man Ja, tatsächlich du schon kommst sagen. halt nirgendwie weg Genau, und also es hört sich jetzt ganz krass an, aber es ist tatsächlich einfach so. Ne? ja. Also da muss man sich, wenn man den Gedanken irgendwie fasst,
Vielleicht mit einer Hundetagesstätte muss man dann, wenn man keine Mitarbeiter hat von Anfang an, oder vielleicht, dass die Mutti noch mitkommen kann und helfen kann, oder vielleicht die Schwester oder wie auch immer, muss man sich schon darüber im Klaren sein, dass man da halt erstmal, ist zwar schön und gut und alles, aber dass man halt schon erstmal ein bisschen eingespart ist. Genau, man ist im Endeffekt dann, also jetzt, wenn jetzt jemand überlegt, eine Hundepension noch draufzusetzen, bist du 24 Stunden, 7 Tage Korrekt. die Woche Ja. eingebunden. Daher sage ich aber, überlegt euch das gut. Und bei dir Ja. ist es halt Montag bis Freitag, aber auch da, du bist den ganzen Tag da. Du kannst wahrscheinlich auch mal bei Facebook gucken zwischendurch, wenn die schlafen, aber du kommst halt nicht weg. Du kannst nicht einkaufen. Du kannst nicht mal zum Arzt gehen oder sonstiges. Und das empfinde ich natürlich, kann ich dich total verstehen. Das ist halt schwierig. Ja. Jetzt hattest du gesagt, dass du wegen Mitarbeiter geguckt hast. Da können wir jetzt so ein bisschen überleiten. Du würdest dich natürlich freuen, wenn jemand meine Dogwalker-Ausbildung machen würde und dann zu dir Auf jeden kommt, Fall. richtig? Auf jeden Fall. Genau, weil ich muss sagen, also letztes Jahr den Start, wo ich dann mit einem Mitarbeiter hatte, ganz toller Mensch, ganz tolles Gefühl für Hunde, super freundlich, was ja echt richtig wichtig ist, ne? Ich hatte auch volles Vertrauen zu ihm. Aber da war es tatsächlich auch so, dass ich gemerkt habe, wenn jemand so gar keinen Background hat, keine Fortbildung, keine Ausbildung, kein Null, ist das wirklich schwierig für mich. Das heißt also, wenn hier jemand quasi mit mir arbeiten sollte, dann muss da schon einfach auch so ein bisschen Hintergrundwissen da sein. Und da ich deine Ausbildung ja trotzdem kenne, wäre das halt natürlich, also für mich persönlich, der Jackpot schlechthin. Wenn jemand sagen wird, na, ich bin bei der Anne oder zumindest habe ich da angefangen oder sage ich mal, bin jetzt schon mal irgendwie ein Dreivierteljahr dabei, da muss ich nicht bei Adam und Eva anfangen. Ne? Das hört sich so ein bisschen blöd an, aber es ist tatsächlich einfach so. Ich bin hier jeden Tag mit, sage ich mal, bis zu 20 Hunden. Ich muss nach denen gucken. Dann habe ich natürlich jetzt nicht so wirklich viel Raum, jemand quasi von der Pike an einzulernen. Die Möglichkeit habe ich einfach nicht. Ne? Das ist schade, aber das ist einfach so. Genau, und wenn ich dann natürlich jemand habe, der dann, so wie jetzt bei dir, mitten in der Ausbildung steckt oder sich zumindest Gedanken drüber macht und fängt dann da damit an, kann man sich natürlich auch einfach ganz anders unterhalten. Der kann ganz anders mitarbeiten, ist mir dann tatsächlich auch eine Aushilfe und eine Unterstützung. Also das ist natürlich dann schon von Vorteil. Und ich biete ja selber auch Intensivtage quasi an, also für angehende Hundetrainer oder Hundebetreuer, entweder 1 oder 3 Tage. Und da gucke ich natürlich auch schon immer mal, na, ist da vielleicht jemand dabei jetzt mit Ausbildung oder irgendwie was? Genau, dass ich da vielleicht jemand finden würde. Und Aber genau, das wäre dann ja super, weil bei mir kann man ja sozusagen die Online-Ausbildung machen. Und wahrscheinlich könnte man bei dir ja auch 2 mal 3 Tage machen, oder? Das wäre wahrscheinlich auch kein Problem. ja, Man klar. kann ja häufiger bestimmt kommen und dann kann man ja im Endeffekt die Praxis dann auch bei dir machen, wenn man halt sagt, man möchte nicht nach Nürnberg fahren. Ne? Richtig. Das wäre dann zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Und Absolut. diesen einen Tag oder einen Intensivtag, da kann man bei dir dann einfach mal so ein bisschen reinschnuppern, Ja, richtig? einfach mal so über die Schulter gucken, genau, mal der ganze Ablauf, Hunde durchschmusen, einfach mal so, was wir so den ganzen Tag machen. Die 3 Tage ist natürlich dann schon intensiver. Also wir steigen dann schon auch wirklich, sag ich mal, auf die Hundegruppe dann wirklich ein. Na, was gibt es für Konflikte? Wo muss ich eingreifen? Wo muss ich hingucken? Was ist Spiel, was ist kein Spiel, so ein bisschen Management, Ressourcen und solche Sachen. Das können wir uns natürlich in 3 Tagen besser angucken, wie jetzt nur in einem Tag. Oh ja, da kannst du ganze Wochen damit füllen. Definitiv. Genau. Definitiv. Also deswegen ein lauter Aufschrei von mir, wenn irgendjemand in einer Ausbildung tatsächlich hier in der Nähe ist und Bock hat, ich würde natürlich dann auch einen Anne-Rabatt geben für die Intensivtage. Also super, super gern. Weil bis jetzt die Leute, wo da waren zu den Intensivtagen, ganz, ganz tolle Leute habe ich kennengelernt, die einfach da jetzt noch so ein bisschen in der Findungsphase sind, aber schon einfach sich auch überlegen, schon eigene Unternehmen zu gründen, was mich natürlich freut, weil wir haben ja fast keine Hundebetreuer. Ich brauche gute Kollegen hier in der Nähe, das Ja, ist toll. überall, nicht nur bei dir, überall. Genau, aber für mich dann trotzdem irgendwie schade, dass es total coole Leute sind, aber die wollen ihren eigenen Laden machen. Das hilft mir nichts, ne? Ja, Bringt mich nicht nach ja. vorn. Also deswegen. Wenn irgendjemand hier möchte, ist wo gern. Ich brauche dringend jemand. Super. Ich verlinke das alles in den Shownotes, das heißt, dass du auch gefunden wirst. Oh ja, bei mir, das ist jetzt mein Gasthund, der jetzt, ich glaube, meine Mutter.
Jetzt sind deine Hunde. Wir kommen dann auch zum Abschluss. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wirklich intensive Gespräch und mal dieses Mitnehmen auf deine Reise mit Jawohl. deiner Huta oder zu deiner Danke dir Huta. für die Möglichkeit. Sehr gerne. Und ich hoffe, dass die noch lange, lange bestehen bleibt. Das Na, hoffe dass ich. du auch wirklich ganz, ganz viel Erfolg hast, dass sich das auch der Aufwand, den du hast, diesen ganzen, das ist ja auch anstrengend gewesen für dich, dass sich das dann wirklich rentiert. So, jetzt müssen wir aber Schluss machen. Deine Hunde werden aktiv und meine Hunde werden aktiv. Ja, ich gucke schon die ganze Zeit immer über die Schulter, weil mir irgendwie Genau, und ja, ich habe jetzt hier auch auch einen Kontakt schnarcht, aufgebrochen. aber. Super, dann danke ich dir, liebe Dani, und ich sage Tschüss. Bis Anne, Dankeschön. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Hundegruppen mit Klick angelangt. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Kennst du schon mein unglaubliches 0-Euro-Produkt Traumjob Dog Walker? Es kostet dich keinen Cent. Den Link findest du in den Shownotes. Wenn du noch mehr in die Tiefe gehen möchtest und dich zu einem echten Profi entwickeln magst, dann ist meine Dogwalker-Ausbildung genau das Richtige für dich. Mit Expertenwissen und praxisorientierten Übungen wirst du zum Meister der Hundegruppen und zum absoluten Superstar unter den Dogwalkern. Wir starten wieder am 29.09. Sei dabei!